Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Jurassic World The Game. Und erst einmal, bevor alles losgeht hier, frohe Weihnachten an euch alle. Ich hoffe, ihr werdet heute Abend ein frohes Fest mit eurer Familie feiern. Schön, ja, ich will jetzt einfach mal sagen, euch ausruhen, chillen, zusammen mit der Familie irgendwas unternehmen. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe, ihr werdet ein schönes Fest halt haben. Schönen Heiligabend feiern. So. Und wir werden uns an das Turnier dann erst einmal ranschmeißen. Aber vorerst mal hier unser Gratis-Paket öffnen. Ja, es kommt eigentlich unerwartet, dass sie noch eine Eiszeitkreatur jetzt raushauen. Aber ich finde, heute zu Heiligabend hätten sie doch ruhig irgendwas raushauen können. Wow. Naja, schade. Weiß auch nicht, was das hier schon wieder soll. Ja, da ist nix. DNS. Toll. Wunderschön. Ja, wie dem auch sei. Ich habe letztens, das fand ich mega krass. Oh, war ich noch gar... Ist noch gar nicht komplett fertig. Nee, das wollte ich gar nicht öffnen. Ich wollte hier Geld einsammeln. Ich habe letztens ein Paket geöffnet. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Paket hieß. Und da habe ich, das fand ich mega krass, einen Hybriden gezogen. Und zwar den Gorgosaurus. Wir haben den zwar schon, Gorgosaurus, wir haben den zwar schon ganz oben, aber ich fand es trotzdem krass. Wo habe ich den denn? Hä? Da, ausbrüten. Gorgosaurus, genau. Das fand ich irgendwie krass. Also, ich weiß auch nicht, den zu ziehen. Aber ja, gut. Kann man mal machen, ne? Ich hoffe, dass ein paar Leute, die ihn noch gar nicht haben, auch mal so ein Glück hatten wie ich jetzt. So, ich zoome jetzt erstmal hier woran, damit es nicht mehr so hässlich laggy ist. Weil es lädt dann nicht so lang. So, Turnier. Ich habe schon ein bisschen gespielt, wie ihr gesehen habt gestern. Ich habe dann doch noch gestern nach meinem Stream keine Folge mehr gemacht. Ich muss sagen, es war komisch tatsächlich, weil ich habe entweder gegen richtig Schwache wieder gespielt oder richtig Starke. Es war komisch mal wieder. Aber mein Gott, kann man nichts gegen machen, ne? Das zum Beispiel ist auch ein bisschen komisch. Das ist, bis auf Metaphodon sind wir stärker und generell ist das Gegner wieder so ein gemischtes Team. Naja, ich habe ja gesagt zu, hier, Heiligabend, Weihnachten wollte ich, eine Stundenfolge raushauen. Das wird auch so sein. Wir werden jetzt eine Stunde lang ein Turnier spielen. Und ich hoffe, dass ihr halt, wie gesagt, heute Abend schön gelassen feiern könnt. Oh Mann, ey, Metaphodon, so ein Spacken. Wie ist denn bei euch eigentlich mal Weihnachten, ne? Also, weil bei uns ist es zum Beispiel so, ach, fuck, Alter. Oh Gott, total verkackt. Okay, das habe ich jetzt gerade ein bisschen verkackt. Nicht nur ein bisschen, ziemlich. Ja. Geil. Nö, nee, bei uns, ja, ist dann halt irgendwann so, dann geht man da ins Wohnzimmer, chillt zusammen, hat da viel Essen, alles. Dann kann es eigentlich schon losgehen, ne? Aber ich finde immer ganz wichtig ist dabei, dass man nicht nur so tut, als wäre die Geschenke das Wichtigste dran, sondern auch, ach, es ist immer dasselbe, es ist immer so ein Spaß der Mitrafuhren. Mann, ich hasse es, weil in dem Turnier muss ich jetzt doch wieder wahrscheinlich stark einsetzen. Ja, und ich finde halt wichtig, es ist wichtig, dass man zeigt, dass eher das Wichtige daran ist, dass einem das Wichtige daran halt ist, dass man zusammen irgendwas endlich mal wieder machen kann. Man zusammen da sitzt und, ja, halt Weihnachten feiert. Was ist denn das für ein Team? Als ob jemand so in ein Turnier gehen würde. Also, come on, Lydia. Kannst mir erzählen, was du willst. Oh Mann. Und ja, ich hoffe, dass bei vielen das auch so ist, dass man respektvoll damit umgeht und nicht respektlos. Bitte habt noch eine Verteidigung. Danke. Ach ja. Ich war erst im Überlegen, ob ich vielleicht einen Stream machen soll. Aber dann ist mir doch gekommen. Nee, lass mal lieber. Und. Ja, so ist, glaube ich, auch besser, wenn man einfach eine Stundenfolge macht. So, du bist jetzt zerstört, mein Freund. Von einer Amphibie.
glaube, er hatte eh keine Punkte mehr übrig. Ich habe trotzdem mal wieder zu viel gesetzt. Ja, es wird hier auch noch danach eine Jurassic Park Bilderfolge kommen. Ja, einfach so, weil ich mir gedacht habe, wieso nicht. Und ich hoffe, also danach glaube ich schon. Es kann auch sein, dass ich vielleicht davor raushaue. Es kommt ganz drauf an jetzt, wie das sich anbietet. Eigentlich war sie danach geplant, auf jeden Fall. So, und ich hoffe, ihr seid damit dann erstmal zufrieden. Ich bin dann auch die nächsten 2 Tage nicht da. Und ja. Ich hoffe, ihr habt dann genügend zum Anschauen und seid zufrieden. Soweit zufrieden. Ja, ich würde jetzt schon gerne in die gute Liga hochkommen. Mal schauen, ob wir das schaffen. 15 Bucks, yeah, ey. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Also ich hätte schon so ein Thema, aber ich glaube, das anzusprechen wird schwer. Und zwar, es gibt ja Leaks. Es gibt mittlerweile Leaks von Indoraptor unter anderem. Und ich habe, ohne euch zu spoilern, kann man das ja gar nicht eigentlich wirklich erzählen. Aber ich glaube, da die meisten jetzt eh, wie soll ich sagen, sich solche Leaks immer anschauen, werde ich jetzt einfach mal darüber offen reden. Wenn ihr nichts darüber erfahren wollt, würde ich euch jetzt empfehlen, 10 Minuten weiter vorzuspulen oder so. Auf jeden Fall, ja, es gibt halt einen Leak, dass man den Indoraptor sozusagen sieht, und zwar durch die Spielzeuge, die dann rauskommen zu Jurassic World 2. Sie sehen großteils nicht viel besser aus als die von Jurassic World 1, die waren ja echt leider enttäuschend. Aber es gibt auch ein paar, zum Beispiel der Carnotaurus, die sehen recht gut aus. Hoffen wir einfach mal, dass es dem auch so ist und dass sie dann auch gut aussehen werden und dass vielleicht nur Prototypen sind. Ja, er tut so, als wäre er ein echter Mensch, der Bot. Und in dem Fall greift er dann halt nicht an. Verarschen kannst du mich auch, so, zack. Kann ich auch, meine ich, so. Und da sieht man unter anderem auch schon ein Bild vom Indoraptor. Aber bevor wir dazu kommen, ich muss sagen, ohne euch jetzt hier Bilder einzufügen, der Baryonyx sieht schon ganz okay aus, aber es sind immer noch so, die alten Spielsachen von damals waren die besten. Die alten von Jurassic Park 1 bis 3, das waren so geile Sachen, bis auf die Figuren. Und da gibt es eben auch eine Figur, die man leicht sehen kann in der Plastikpackung. Und die scheint gar nicht mal so schlecht auszusehen. Also wenn da Jurassic World punkten könnte, wenn da Universal sich jetzt denkt, komm jetzt, wir geben Hasbro mehr Money, die sollen jetzt mal gescheite Sachen hier machen. Mit ihrem 3D-Drucker. Und da gescheite Figuren raushauen, dann können sie da vielleicht ein bisschen punkten. Wichtig ist halt nur, dass da der Größenunterschied unter den Figuren zu den verschiedenen Epochen nicht allzu groß ist, damit man damit auch zusammen spielen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sonst Probleme geben könnte, wenn auf einmal der Rex beim einen so viel größer ist als bei dem anderen. Das war ja zum Beispiel bei Jurassic World 1, ne, bei den Spielsachen ein Problem, dass viele Spielsachen einfach viel zu klein oder zu groß waren. Yo, er greift einfach schon an. Kann man machen. Für mich lohnt es sich noch gar nicht anzugreifen, weil er eine Verteidigung haben wird, genau, und zwei Punkte reichen nicht. Bitte nicht. Oh Gott. Macht's aber auch spannend, du. Jetzt haben wir noch einen Punkt übrig. Und jetzt können wir ihn übelst zerstören, weil wir richtig viel gesaved haben. Weg mit dir. Und genau, jetzt kommen wir mal zum Indoraptor. Bevor ich jetzt hier die ganzen anderen Viecher wie Metriacanthosaurus, wurde glaube ich noch angekündigt, wie Allosaurus, Carnotaurus, der ziemlich cool aussieht, und hier Indoraptor. Und wir sehen, also man glaubt, es ist ein Indoraptor. Man ist sich nicht sicher, aber es müsste eigentlich Indoraptor sein. Er ist ein bisschen größer als ein normaler Velociraptor und ich bin behindert. Er sieht auf jeden Fall anders aus. Er ist nicht so einfach ein Raptor abklatschen, das finde ich gut. Man muss ja sagen, im Jurassic World Trailer Behind the Scenes sieht man vom Indoraptor sehr gut das Maul halt, ne? Und da sieht man, dass er sehr dem Indominus ähnelt. Wenn man sich aber dieses Spielzeug anschaut, das ist nicht, sieht nicht so nach dem Indominus aus tatsächlich. Das sieht eher so aus wie ein Entschuldigung. Wie beschreibt man das denn? Er hat sehr lange Arme. Finde ich gar nicht mal schlecht. Das ist halt der Indominus ja auch.
Und dazu hat er dann auch noch. Also, er sieht komisch aus. Er ist ziemlich dunkel. Er ist sehr schwarz gefärbt. Und das Komische ist halt, man erkennt sehr gut, dass er eigentlich grau-weiß ist. Also in den Behind the Scenes zumindest. Könnte es ja fast heißen, dass es mehr als nur einen Indoraptor gibt. Entweder wäre das eine Lösung. Oder er wechselt seine Farben und der war da, ist jetzt halt da gerade schwarz, aus dem Grund, weil er sich wahrscheinlich hinter irgendwas verstecken will oder im Dunkeln nicht so gut erkennen, sich zu erkennen geben möchte. Ich kann es nicht jetzt sagen, wo es liegt, aber eins muss ich sagen, er sieht geil aus. Er sieht geil aus. Also, da muss ich schon sagen, Respekt, Universal. Da habt ihr, wie beim Indominus, oder beziehungsweise hier Colin Trevorrow und der andere Regisseur da, haben sie ganz gut gemacht. Der sieht echt geil aus. Nicht so gut, dass ich jetzt zweimal nur mit einem Punkt angegriffen habe. Aber der Gegner ist sauschwach zum Beispiel. Das ist jetzt schon wieder so ein Beispiel dafür. Wow. Wieso ist er so schwach? Ah, es war so klar, es war so klar. Mann. Ja, und nochmal zum Indoraptor zurück. Er sieht geil aus. Also er hat ziemlich lange Arme. Er sieht dadurch ein bisschen krüppelig irgendwie auch aus. Also als hier zumindest als, wie sagt man denn hier, Plastik-Spielzeug, ne? Aber er ist was Einzigartiges. Er ähnelt nicht dem Raptor zu ihm. Er ähnelt dem Raptor zum Glück nicht sehr. Oh, ich kann heute kein Deutsch. Unglaublich. Und das finde ich gut. Das finde ich sehr gut, dass er sich wieder unterscheidet. Wie der Indominus damals zum T-Rex. Und ja, also ich hoffe, ihr habt den Leak schon gesehen. Er sieht geil aus. Ich frage mich immer noch, wie er im Film dargestellt wird. Also ich hoffe zumindest, ich hoffe, dass er ziemlich intelligent ist und dass man richtig krass gegen ihn fighten muss. Weil wer weiß, vielleicht gibt es wieder so eine Art Kampf, aber nur diesmal mit den kleineren Sauriern. Heißt halt im Endeffekt, ja, die, der Raptor Blue plus irgendwie noch ein paar anderen Sauriern kämpfen dann gegen den und nicht nur der Rex gegen Dominus, wie es damals war. Wäre natürlich schon cool irgendwie. Klar, gleichzeitig finden viele dieses Gekämpfe ein bisschen kacke. Da meinen einige, dass es zu sehr ins Lächerliche damit ein bisschen geht, weil der Jurassic Park 1 sollte ja zeigen, dass eben nicht nur Dinosaurier, dass Dinosaurier nicht nur gekämpft haben und eher wie Tiere gehandelt haben und alles. Aber ja, es wäre halt trotzdem irgendwie cool, ne? Und wieso kriegen wir jetzt die ganze Zeit so schwache Gegner? Alles klar. Ich würde sagen, legit. Er greift nicht an. Das macht mir Angst, wir safen. Ah, verdammt, er hat beide gesaved. Batz. Gegnerrunde, was macht er jetzt? Nix. GG easy, Jungs. Oh Mann, ich weiß gar nicht, über was ich wirklich reden soll. Das ist unglaublich, ne? Dödödöd. Kriegen wir 400 DS, bitte. 400 DNS, bitte. Nein! Ganz knapp vorbei. Schade. Ja. Ich wurde ja auch im Stream gefragt, wie die den Indoraptor hier eigentlich reinbringen wollen, weil im Endeffekt ist er ja wieder Indominus, nur mehr Raptor. Ja, man muss ja sagen, Indominus besteht ja jetzt nicht nur aus T-Rex und Velociraptor. Das weiß man spätestens, nachdem man einmal auf die Website geschaut hat von Jurassic World damals. Und ja, also wie werden sie das wohl machen? Also entweder nehmen sie halt Velociraptor und noch irgendwas anderes. Oder sie nehmen Indominus Rex plus Velociraptor. Also ein Hybrid zum anderen Hybriden nochmal. Das wäre natürlich auch geil. Oder ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie vielleicht langsam mal Hybriden machen, wo man mehr als zwei Saurier benötigt. So vielleicht drei bis vier Velociraptoren.
wie wär's denn damit? Und dann musste halt für den Indoraptor ein bisschen mehr scheffeln, nämlich T-Rex, Velociraptor, Giganotto, Carnotaurus, sowas halt, ne? Das wäre doch witzig. Und weg mit dir. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Oh Mann. Ich finde es gerade echt ein bisschen lächerlich, dass wir so schwache Gegner bekommen. Ich meine, davor war ein paar Mal gar nicht mal so schwach. Und Bronzeliga natürlich mit ihrer Fodern, wieso nicht? Und jetzt auf einmal kriegen wir Gegner, gegen die doch jeder ungefähr gewinnen könnte. Also es ist komisch, was Lydia hier fabriziert hat. Nein. Schade. Ich nehme jetzt mal wieder schwächere Gegner. Wenn ich jetzt stärkere bekomme, dann ist das aber echt lächerlich. So, jetzt habe ich schwächere Saure genommen. Wenn ich jetzt viel stärkere bekomme, dann ist das lächerlich. Okay, ich wurde nicht betrogen. Gott sei Dank. Greift da an. Das wäre tatsächlich ziemlich cool gewesen, hätte er angegriffen. Ah, ich hätte einfach angreifen sollen. Scheiße. Mach doch was, Junge. Ey, als ob das schon wieder so ein Bot ist, der so tun sollte, als wäre er ein... ja, ein Typ, der nicht klicken kann, ey. Das ist doch... Och, Mann. Was soll denn das, Lydia? Es ist so geil mit den Stats. Bonitasaurus so mega fett. Wie viel Schaden macht dann Velociraptor? 34. Na gut, 2 Punkte hat er noch. Wir gehen rein. Er sitzt nur einer Verteidigung. Das ist okay. Ja, was willst du machen, ne? Das ist so krass, wie der Bonitasaurus so fette Zähne hat, ey. Das ist so brutal. Wir machen dich trotzdem kalt. Oh, Mann. Ach ja, Lydia. Boah, die Augen von Velociraptor. Mir fällt es jetzt erst auf, dadurch, dass ich ja hier bessere Grafik habe am Emulator, dass da manche Saurier so geil aussehen. So, ich weiß auch nicht, von Grafik so wirklich richtig gut. Auch der Velociraptor, ne? Also, boah, ich fand die Grafik schon am Handy geil, aber hier sieht es nochmal ein Stückchen besser aus. Gerade mit den Augen, die Details. Also, da muss man Lydia echt loben. Also, grafisch ist das Spiel echt super. Und die haben natürlich wieder zum Free-to-Play-Game gemacht, damit. Also man macht im Durchschnitt tatsächlich mehr Geld mit Free-to-Play-Games. Das ist echt krass. Und das brauchen sie einfach, das Geld, damit sie hier die Technik finanzieren können. Ja. Es ist trotzdem manchmal ein bisschen übertrieben, natürlich. So, Signosus. Tut mir echt leid. Tschüss. Alter, ich möchte jetzt endlich mal ein Elykosaurus-Turnier oder ein Signosaurus-Turnier. Ich möchte hier unbedingt haben. Komm, bitte. Ja, geil. Es wäre so lächerlich gewesen, hätte einer Verteidigung jetzt gehabt, weil dann hätte er mit 3 Leben überlebt. Das ist... Sowas ist so ärgerlich. Ach, Mann. Na, was machst du? Guanglong. Nix. So, Gorgo, dem zeigst du es auch. Ja. Ach Mann. Wieso sind so schwache? Wieso? Schade. Ja, die Herrscherliga sollten wir schon noch packen eigentlich. Wichtig ist halt, in der zu stayen, ne? In der zu bleiben. Ja. Ich meine, es war wieder ein bisschen zu stark. Hier mal für Schulosaurus. Mikroposaurus.
Und nein, das wollte ich gar nicht. Die Brotator. So, dann schauen wir mal, wie das jetzt wird. Wahrscheinlich jetzt so drei mega fette Hybriden. Nö, nur einer. Ja gut. Der Schunosaurus war anfangs eigentlich nicht so ein guter Pick, aber da wir so stark sind, macht er uns kein... Das ist das erste Mal, das ist das wirklich erste Mal, dass ich einen Gegner zum... Alles klar. Das ist das erste verdammte Mal, dass ich sehe, dass der Gegner, der Bot, zu einem Saurier wechselt, der im Klassennachteil ist, einfach aus dem Grund, weil er bessere Stats hat als der im Klassenvorteil. Krasser Scheiß. Ich hätte immer gedacht, sie wollen immer den Vorteil. Egal, ob besser ist dazu oder nicht. Krasser Scheiß. Ja, der Schuno rasiert es durch. Na, komm. Greife an. Macht nix. Es ist jetzt schon wieder so ein Bot, der so tut, als könnte er nicht drücken, ne? Ey, die sind echt nervig, ne? Was soll denn das? Was habt ihr davon? Was habt ihr davon? Ach, Mann, Lydia, was habt ihr davon? So. Ich möchte eigentlich einen Brachiosaurus haben. Wahrscheinlich wird er eine VIP-Kreatur und wahrscheinlich kriege ich den auch nicht. Das wäre so typisch. Das wäre so typisch, ey. Metrialong und Sukumimos. Und Einiosaurus, den ich schon lange auf Stufe 20 machen könnte. Frei mit euch. Das ist krass, was geht denn hier ab? Das Spiel möchte es mir gerade auch einfach machen, glaube ich. Ich glaube echt, das Spiel möchte es mir gerade einfach machen. Ja, komm. Mir hätte einer gereicht, fällt mir gerade auf. Ich habe nicht aufgepasst, ich habe gerade auf meine Aufnahme geschaut. Weil da gerade irgendwas rot war. Ich habe gerade gedacht, ich streame schon wieder aus Versehen nebenbei. So, jetzt habe ich aber aufgepasst. Ja, alles klar. Das Spiel möchte es mir gerade einfach machen. Boah, die Augen, Alter, von Mitrailon sehen auch geil aus. Vielleicht kriegen wir wieder so einen Glitch, dass mein Profilbild so ein komischer Spaß ist. Das fand ich letztens voll witzig. Ich dachte, wo so ein Inder ist, Profilbild. Also, nichts gegen Inder. Es war halt irgendwie witzig in dem Moment. Weiß auch nicht. Ja, schade, noch nicht. Das sind ja die ganzen Chivi-Leute hier ohne Facebook-Account. Ja, ja. Salmoxis. Eriops. Und Pelikanipterix. Okay. Ja, das ist doch möglich. Natürlich haben wir wieder einen Pflanzenfresser als erstes, ne? Obwohl, wartet mal, Briodrodon, ernsthaft? Okay, das wird schwer, das wird schwer. Heilige Scheiße. Wechsel nicht zu Briodrodon, bitte. Sei ein Ehrenmann. Okay. Hätte angreifen sollen, verdammt. Jawohl, sehr schön. Okay, und
Das könnte diesmal ein spannendes Match werden, du. Was machst du denn? Was machst du? Was machst du? Gar nichts. Wir gehen nochmal risky. Ah, hat diesmal nicht funktioniert. Weil mich outblade. Lol. Lol, 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 lol. Jetzt wird er voll reinhauen, oder? Ja. Er hat noch einen Punkt, ne? Er hatte doch 6, oder? Ne, hatte er nicht. Scheiße. Hätte ich einen auf eine Verteidigung setzen können, nämlich. Okay, Brütrodon ist doch nicht so stark, wie ich dachte. Ist schon okay, ist schon okay. Er tötet uns trotzdem. Ist aber kein Problem, weil wir haben jetzt... Ne, er tötet uns nicht. Okay, ja. Jetzt ist er Ehre. Tschüss. Ja, töte es. Sehr nice. Oh, die Augen, so süß. Du gewinnst. Jawohl. Oh. Jetzt brauchen wir so irgendwie 3 Siege, damit wir einen Rang aufsteigen oder was. Oh Mann, ich hasse das. So, gewöhnlich Paket. Oh, geil. Ja, die Raptoren, Alter. Ich war bei denen seit Jahren nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob die da was geändert haben. Ja, du, ich hoffe, in der Goldliga werden es jetzt mal schwere Gegner, weil jetzt ist gerade irgendwie nicht so. Ich würde jetzt mal sagen, schwer oder herausfordernd, ne? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es dann eine Goldarena einigermaßen schwer wird. Ja, gut, das ist jetzt sogar relativ ausgeglichen, ne? Ach du Scheiße. Fuck, Alter, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich gehe kein Risiko. Ich hätte Risiko gehen sollen. Jetzt sind wir tot. Nein, sind wir nicht. Er macht eine Dummheit. What the fuck? Er hat noch 2 Punkte übrig, ne? Weil er gesaved hat, ja. Wir müssen 4 einsetzen. Hä? Was? Er setzt nur einer Verteidigung? Was soll denn das? So ein Spaß. Er setzt auch nur ein. Was ist denn los mit den Leuten? Macht er jetzt 3 Verteidigungen? Das wäre ganz cool. Dann würde ich nämlich meine Punkte... Nee, nutz einen. 2 Safter. Komische Spielweise. Komische Spielweise. Ich habe ein Problem. Ich muss jetzt mit dem Carnotaurus kämpfen. Er hat alle Punkte ja rausgehauen, ne? Ich muss jetzt mit dem Carnotaurus kämpfen. Weil, wenn ich mit dem Carnotaurus dann gegen, den Amphibien-Freak-Kampf am Ende. Das ist eher weniger gut. Dann soll er mich jetzt nämlich zerstören und der Parasaurer macht ihn fertig. Ja, okay, setzt alle Punkte. Wieso nicht? Jetzt ist er weg. Gut. Und weg mit dir. Also wie ihr seht, es ist jetzt wirklich ein reines Spiele. Wirklich zum Labern habe ich gerade gar nichts. Zack. Wer darauf Bock hat, da freut es mich, wenn er es natürlich anschaut. Oh Gott. Geile Kacke, ey. Ja, ich möchte den Brachion im Spiel haben. Das auch nicht. Okay, beim nächsten Win sollten wir Goldliga sein. Oder vielleicht brauchen wir sogar noch 2, wer weiß. Gastornis. Es wäre echt geil, wenn wir ihn übers Paket bekommen würden. Limnosisivat. Okay. Und weiter. So. Na, das ist dann doch etwas zu schwach. Auch nochmal mit dem Diplotator. Gucken wir mal, wie das jetzt wird. Okay. Okay.
Das ist diesmal etwas krasser. Gorgosuchus. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger, er greift instant an. Ich kann halt nichts machen. Und den Rex als zweites zu haben, ist auch eher weniger gut, ne? Das könnte unser erster Lose jetzt hier werden. So. Also nach unserer langen Winstreak. Ich brauche immer noch mehr Punkte. Nein, nur einer von... Oh, scheiße. Ja, jetzt sind wir weg, jetzt sind wir weg. Nicht einmal. Er hat zwei Punkte. Ich glaube, wir können ihn fertig machen. Ja. Sehr schön. Wir können sogar noch einen saven. Sehr schön. Lol. Die roten Augen vom Diplocaulus. Der leckt mich am Arsch. Die sieht schon krass aus, du. Krass, krass. 4 Verteidigung. Lol. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Krass. Jetzt aber. Ja. Ich muss sagen, Supersaurus schlagen uns gerade ganz gut. Ich hätte schon viel früher erwartet, mit dem drauf zu gehen. Oh, Tapichara zerstört uns jetzt aber. Aber hat er gut gemacht, der Supersaurus. Hat er gut gemacht. Der Rex zerstört ihn jetzt aber. Ja, Punktestand. Komm bitte. Ja. Gold. Wir sind schon mal Gold. Wer jetzt noch Herrscher? Ja, doch. Vielleicht schaffen wir das. Komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Halleluja. Ja, nehmen 2 Gastronomische Paketen, damit wir hier, ne? Und schön. Was hat der Fraser für ein Profilbild? Oh Mann. Da denke ich mir auch immer nur. Oh Mann, Leute. Wieso postet ihr sowas auf Facebook? Ich meine, die können hier einfach... Je nach Lust und Laune eure Bilder nutzen. Das habt ihr Facebook somit erlaubt. Und Lydia gönnt sich das jetzt einfach. Gut, dass der Sound einfach weggeht. Ja, was machen wir denn? Ja, komm. One-Hit ist One-Hit. Weg mit dir. Hero Titan. Kenn ich den. Ist der neu? Oder bin ich blöd? Der sieht mir irgendwie neu aus. Ah, ich hätte doch bei 3 bleiben sollen. Schade. Sieht auf jeden Fall geil aus. Schade, dass er nur Silber ist. Das ist immer so, die fetten Flugsaurier sind immer Silber und die Mini-Viecher sind legendär. Was soll denn das? So, weg mit dir. Ja, kein Problem. Ohne Damage kassiert zu haben, hat der Mitrialong es durchrasiert. Ich drücke einfach Instant, es hat eh keinen Sinn, da irgendwie versuchen, etwas zu erreichen. Durch Timing, bla bla bla. Es ist ja alles vorgeschrieben, was man bekommt. Ja, es ist schön mit den Treuepunkten. Okay, ich spiele mal einen Giganocephalus und den 2 Kandidaten. Mich wundert es echt, dass wir jetzt noch keine starken Gegner jetzt irgendwie bekommen haben. Wo wir schon bei Gold sind. Komisch, komisch.
Obwohl ein 40er Ostafrikasaurus ist jetzt schon krass. Vor allem, weil wir nur einen starken Pflanzenfresser haben. Scheiße, Alter. Das ist jetzt echt kacke. Okay, das ist kacke. Weil wenn ich zum Sarg... Ja, nee, wahrscheinlich. Oder? Bitte. Wechsel nicht, bitte, danke. Das ist schon wieder so ein Kandidat, der meint, er wäre... Och Mann, Junge. Lydia, was soll denn das? Jetzt schenkt mir das Spiel den Sieg somit. Och Mann. Wow. Ja, mein Gott. Schade. Eigentlich schade. Ja, jetzt ist er natürlich wieder instant da. Ich meine, wenn ich vom Handy mal gehe, bin ich auch nur eine Runde nicht da und dann sofort wieder, ne? Naja. Wer kennt es nicht? Ach, Lydia, ey. Da haben wir den Sieg wieder hinterhergeschoben bekommen, ne? Eigentlich schade. Ja, hier kann ich allem an, scheiß drauf. Das ist eigentlich echt schade, weil das wäre jetzt echt spannend geworden, aber na gut, wenn Lydia meint, dann sollen wir es halt eben for free bekommen. Ich meine, beschweren kann man sich da jetzt eher weniger, aber trotzdem, ne? Hätte es eigentlich schon gern erkämpft. Naja. Wie man meint. So. Ja, wir spielen jetzt ehrenlos. Zack, zack, zwei limitierte. Einfach nur, weil ich gerade Bock habe auf den Cerato tatsächlich. Und jetzt schauen wir mal, wie das so wird. Ach ja, apropos Cerato, der wurde ja jetzt hier angekündigt in Jurassic World Evolution als nicht spielbarer Saurier, aber halt als ausbrütbarer Saurier, nenne ich es jetzt mal. Mega geil. Es sieht mega geil aus und es ist mega geil und lol. Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass die Gegner mega stark sind. Oder dass der Gegner mega stark ist. Ich glaube, das ist unser erster Lose. Außer der Hybrid ist nicht so krass. Und er wechselt nicht. Alles klar, er wechselt nicht. Können wir ihn jetzt töten? Nein, können wir nicht. Dammit. Okay, er ist stark. Ihm hier machen wir mehr Schaden. Ah, nur einer Verteidigung. Ich hätte angreifen sollen. Reicht es? Ja, sehr schön. Nur zwei Verteidigungen. Was macht das Shuno? Was macht das Shuno? Ja, er sieht halt in Jurassic World Evolution schon ziemlich cool aus. Er hat halt das Jurassic Park 3 Design, also wie er jetzt hier auch hat im Endeffekt. Und das feiern halt viele. Ich find's auch ziemlich cool. So. Oh Gott, ich habe nicht aufgepasst. Nein, er hatte noch einen Punkt. Ich war mir gerade so unsicher. Ich dachte, fuck, hat er nicht noch einen Punkt? Oh Gott. Passt gerade zu wenig mal wieder auf. So voll überhaupt nicht im Tryhard. Wollte gerade sagen, das kann auch knapp werden jetzt, Marcel. Verspiele es hier bitte nicht. Er hat noch einen Punkt. Weg mit dir. Aber er saved ihn, okay. Er saved ihn.
Ah, das sollten wir haben. Selbst wenn wir jetzt hier auf unseren Flugsauer rüber swappen müssten, ne? Sollten wir haben. Weil er wird schon genügend Schaden machen. Ja, nix da. Ist jetzt down. Zack. Ich möchte es eigentlich nur in Jurassic Evolution bestätigt bekommen, dass der Spino da ist. Dann wäre ich glücklich. Ja, der muss da sein. Der muss eigentlich da sein. Also wenn sie den nicht reinhauen, sind sie eh kernbehindert. Tut mir leid. Jetzt muss ich das leider sagen. Aber der gehört genauso zu Jurassic Park dazu, wie es die Raptoren tun. Ja, obwohl die Raptoren gehören vielleicht noch mehr dazu. Er gehört aber auch ziemlich krass dazu, weil er halt durch den einen, durch Dreier halt ziemlich bekannt geworden ist als der T-Rex-Killer. So will ich ihn jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber er ist eine sehr interessante Kreatur und eindeutig der größte Fleischfresser. So können wir ihn bezeichnen. Ich habe auf Kämpfen gedrückt und jetzt scheint die App stehen geblieben zu sein. Please no. Please. Okay, anscheinend muss ich das kurz neu starten. Ah, geil, jetzt habe ich auch noch einen Black Screen. Ja, Leute, wartet, wir haben es gleich. Ah, jetzt geht's wieder. Ach, ich habe ja angegeben, dass ich nur das Fenster Jurassic World aufnehmen will. Kein Wunder, dass ich einen Black Screen habe, wenn ich aufs Menü gehe. Ich bin ja auch so ein Held. Gut, dann haben wir das, ja, nicht mehr jetzt hier die 20% als Meme von mir, sondern dass das Spiel ab und zu mal abstürzt und mich nicht reinlässt am Emulator, ne? Ja, was soll ich sagen? Genau, also ich möchte unbedingt den Spino sehen und am besten natürlich die Jurassic Park 3 Version. Das wäre mega, mega cool. Vor allem, es ist Jurassic World Evolution. Da sehen die Saurier nach Jurassic Park aus und nicht nach Realismus. Also von dem her muss es ja so sein. Ja, was geht jetzt hier ab? Wieso haben wir jetzt auf einmal... Ich habe gedacht, jetzt kommen stärkere Gegner. Was soll denn das? Ach man, er stirbt nicht. Ich sollte jetzt wieder ein bisschen klüger spielen. Alles klar, wechsle zum Raptor. Du weißt schon, dass du den Nachteil hast, Boy. Ja, den killen wir sogar. Haben wir gedacht, scheiß drauf. Es wird einmal blockt, er hat genügend Schaden kassiert, damit jeder ihn danach zerstören kann. Ja gut, interessant. Weg mit dir. Ach komm. Weißt, sonst setzen sie immer so viel auf Verteidigung. Jetzt heute nicht, oder was? Also jetzt gerade nicht. Ja, saved alle vier wahrscheinlich. Einfach nur, um mich hier zu wrecken. Ach man. Zerstöre es. Das muss wehtun. Lol. Wir haben die Metrodon hier gerade angeklickt. Okay. Während das Rad hier gedreht wird. Interessant. Ich habe es ja auch mal geschafft, dass ich hier die Dinosaurier-Auswahl hatte, wo ich im Gehege war. Also es ist schon alles hier möglich, ne? Komm, ich habe jetzt Bock auf Carnoraptor. Wenn ich jetzt saustarke Gegner kriege, dann ist aber lächerlich. Ich weiß die ganze Zeit nicht und jetzt im Carnoraptor. Also wir können von mir aus 40er Legendäre haben. Das können wir machen, aber keine krassen Hybriden. Was soll denn das? Wieso so schwache? Lydia... Ich weiß, sonst reg ich mich auf, wenn ich viel zu starke Gegner bekomme, aber so hart schwache, dass das Turnier ungefähr gar keine Herausforderung ist, das muss auch nicht sein. Ich meine, vor diesem Patch da mit dieser Aufteilung, dass nur noch auf einem gewissen Level die Leute die Turniere machen können, war es ja immerhin so, dass die Gegner wirklich von Liga zu Liga stärker wurden. Jetzt ist es ja so, dass sie immer gleich sind oder es ist zuverlässig und ach, was weiß ich. Es ist halt schon komisch. Autsch.
Habe ich mal wieder nicht aufgepasst oder hat er jetzt einen gesaved? Ich erinnere mich eigentlich, dass er einen weniger eingesetzt hat als die Maximalpunktzahl. Nee, hat er nicht. Gut, dann habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Ja, juckt mich nicht. Hätte man alles besser spielen können, ich weiß. Aber wir haben am Ende trotzdem gewonnen, weil wir eindeutig die stärkeren Saurier hatten. Ja, gut. Wir sollen sie zubeißen. Ich möchte jetzt unbedingt noch die Herrscherliga erreichen. Aber das könnte was werden, nur. So, hier Lotosaurus. Es ist. Ich weiß auch nicht. Es ist komisch. Also. Es fühlt sich nicht so an wie ein Turnier seit diesem Patches, muss ich sagen. Aufnahmeproblem. DG, würde ich behaupten. Och, Mann. Ich hoffe, ich wurde hier nicht zu sehr zerstört, weil ich hatte gerade hier megas Problem und konnte halt dadurch gar nicht spielen. Aber ja, wir one-hitten ihn von dem her. Kein Problem für uns. Ich frage mich echt, was sich Lydia dabei gedacht hat. Ja, Mann, ich möchte die Herrscherliga noch erreichen, aber ich glaube, das schaffen wir nicht in 15 bis 20 Minuten. Das schaffen wir einfach nicht, ne. Mit der Kante, wie kriegst du grüne Augen? Das sieht ja voll geil aus. Ist mir nie aufgefallen. Megalo meine ich. Ach Gott, wie soll ich mit der Kante? Megalo finde ich ja generell einen saugeilen Saurier in dem Spiel. Aber so grüne Augen? Sorry, daran erinnere ich mich gar nicht. Kriegen jetzt noch zwei Amphibien als Gegner, aber sind schon wieder so einfache. Wisst ihr, was ich meine? Dass die sauren Gegner nicht alle gleich stark sind, sondern so unterschiedlich. Das ist halt komisch. Dass die also unterschiedlich stark sind. Das ist echt komisch. Alter, ey, es ist. Ich verstehe das nicht. Es ist, fühlt sich so komisch. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht mehr so strukturiert. Man spielt dauernd gegen so komisch, so unterschiedlich starke Saurier. Alter. Also, so ein glühendes Auge wie auf dem Bild hat jetzt der Megalo nicht, aber generell, ja, die Augen. Es sieht alles geil aus von dem. Also. Ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn. Nee, wir schaffen nicht mehr die Herrscherliga hier. Schade. Ziemlich sicher nicht mehr. Aber ich werde es natürlich privat schaffen, weil ich möchte ja dieses Drecksviech haben. Pachirino? Spino und Stego. Jetzt kommen wahrscheinlich so stark. Ich sag's die ganze Zeit schon, ja? Aber ich würde fast wetten, dass es jetzt so ist. Nee, okay. Wahrscheinlich nur, weil ich es die ganze Zeit sage, kommen sie nicht. Nächstes Mal sage ich nichts. Vielleicht kommen sie ja dann.
Also ich warte jetzt wirklich auf den Moment, wo ich auf einmal als Gegner 340er Gogo-Sukus bekomme oder sowas. Komm, das ist nur eine Verteidigung. Jetzt sogar gar keinen. Ja, tschüss. Ohne Schaden zu nehmen. Ja, es ist... Ich kann mich nur wiederholen. Es fühlt sich komisch an. Aber wieso gibt es so viel VIP-Wundertüten hier? Das ist doch... Was soll denn das? Obwohl, vielleicht gibt es da sogar mittlerweile jetzt besseren Loot als früher. Kann mir gut vorstellen, Sarko und Stegoceratops. Und? Wie sieht's aus? Der erste, wenn von dem ersten... Noch, wenn wirklich alles wieder zu Komimus ungefähr werden, dann wäre das ja eigentlich ein... Ich würde jetzt mal behaupten, fast schon fairer Kampf, wo wir ein bisschen stärker noch wären durch den Stegoceratops. Aber da es nicht so ist. Ja, ne? Oh Mann, ey. Schau mal an. Sind die anderen so schwach? Es ist komisch. Es ist. Gut, er hat uns jetzt down gemacht, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich meine, zwei Punkte, er ist weg, wir können einmal saven. Der Tyranno-Titan kann gegen uns eh nichts machen. Ja. Es ist komisch. Mir echt unsicher. Ich würde es feiern, wenn wir die Herrscherliga noch erreichen würden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt in den Top 10 von der Räuberliga, dass man da dann wieder pro Aufstieg einen Sieg braucht. Und dass es nicht so flott hochgeht. Jetzt haben wir die 2. Seht schon, ich möchte jetzt ein bisschen abgesichert spielen, aber kriegen wahrscheinlich eh wieder solche Lappengegner. Von dem her ist es eh ziemlich egal. Ne, wieder einen guten Sukumimus und zwei schwache. Was ist denn das? Mir fällt gerade erst auf wieder, dass das Klaffo Knatus richtig gute Stats hat. Autsch. Hätte ich aufgepasst, wüsste ich jetzt, ob er eine Verteidigung hat. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, er hat keinen. Ja, er hat keinen, aber ich habe trotzdem einen mehr gesetzt. Good job, Marcel. Good job. Ach, Mann. Damn it, ey. Naja, gut. Ein Punkt jetzt mehr zu saven. Ist jetzt nicht die Welt. Ich meine, ein Punkt mehr zu setzen ist nicht die Welt. Mein Gott. Vor allem jetzt weiß ich ziemlich sicher, dass er gar keinen Punkt mehr hat. Von dem her haben wir jetzt wieder unsere 4 Saves. Oh, wieder schaut. Richtig geil. Weg mit dir.
Autsch. Oh Mann, ey. Wieder vorbei. Schade. Aber wir werden es eh nicht erwischen. Die machen das nur zur Verarsche die ganze Zeit, dieses scheiß Paket da zu präsentieren. Brionosuchus, Metralong wieder und Tyrannosaurus. Rein mit euch. Hier seht ihr, ich spamme mal die Viecher rein. Na, die Morphodon ist wohl. Der Hybrid ist auch nicht ohne. Jetzt haben wir zwei nicht allzu schwache Gegner. Brionosuchus nützt uns eigentlich überhaupt nichts, außer halt gegen Hybrid ein bisschen. Aber er hat nirgendwo eine Effektivität. Ja, er wird auch sofort gecounterpickt. Scheiß drauf, wir saven. Soll er uns nur ummetzeln. Risiko. Schade. Weil manchmal setzen sie ja auch nur eine Verteidigung, aber da hat er doch zwei. Mann, ich hätte mal auf mein Bauchgefühl hören sollen. Das hat nämlich gesagt, setze zwei mehr. Ich glaube, er hat fünf gehabt, ne? Und jetzt hat er noch einen übrig. Doch nicht. Okay. Okay, Gallimimus ist jetzt nicht so schlimm. Doch, er hatte noch einen, ja. Ihn gesaved. Okay, er haut richtig rein, aber das, sowas ist unnötig. Wenn man einen nicht töten kann und alle Punkte verschwendet, das ist leider ein Lose, ne? Tschüss. Sowas sollte man nicht tun. Mir fällt gerade erst auf, dass Labyrinthosaurus, dass da das Segel richtig low-quality-mäßig aussieht und sein Gesicht so richtig brutal, wie so ein richtig krasser Drache. Boah, die Todesrolle. Weg mit dir. Ja. Schon komisch, doch. Ich kann es leider jetzt auch nicht hinauszögern, noch die Hashliga zu erreichen, weil ich habe leider auch nur begrenzt. Ich habe den Stream tatsächlich, die Folge genauso geplant. Mit in der Stunde, dass ich in der Stunde fertig bin, weil ich dann auch noch was erledigen muss tatsächlich. Das heißt, ich habe gar nicht mal mehr Zeit als vielleicht noch 5 Minuten oder so. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein Match machen. Dann sind wir halt kurz vor der Hashliga. Ah, wohl Gorgo hatten wir schon. Wisst ihr was? Indominus zum Abschluss mit Paririno und Cerato rein. Wenn Paririno und Cerato eine ziemlich schöne Kombination. Ich mag die beide. Jetzt gehen wir stärkere Gegner. Oh, geil. Dominus, zeig ihm, wer hier der König ist. Ach, egal. Ach man, hätte jetzt verteidigt, wäre es cool gewesen. So, Terrazino wird jetzt auch zerstört. Zack, zack. Schade. Okay, wir sollten aufhören, einfach nur reinzuhauen. Obwohl das so ein Ding ist, was dem Dominus gut tut. Oh, übertreib halt. Er übertreibt halt echt, ne? Und dann ist es wieder so ein Spacko zum Abschluss, der meint, er könnte nicht drücken. Alter. Danke dafür, Lydia. Komm, bitte gewinnen wir das, ohne Damage zu bekommen.
Ja, tatsächlich. Ah, was mache ich denn? Ich wollte alle auf Angriff setzen. Egal. Tschüss. Ja, haben wir leider doch nicht die Herrschliga erreicht. Ganz knapp nicht. Ich hoffe, Leute, ihr werdet heute Abend ein schönes Fest haben. Also euch allen wünsche ich ein frohes Fest, frohe Weihnachten. Und dann sehen wir uns nach den Weihnachtsfeiertagen, wo ihr euch natürlich auch erholen solltet, wieder. So, ich der Marcel. Ich hoffe, euch hat diese lange Folge gefallen. Trotz ein paar Cut-Fails und sowas. Ich hoffe, ich habe die Stunde trotzdem irgendwie erreicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich jetzt vielleicht noch ein bisschen rauscutten, weil ich ja jetzt eine lange Zeit hier inaktiv gerade war wegen einem Aufnahmebug. Vielleicht nicht ganz erreicht habe. Und ja, was ist denn jetzt gerade hier im Angebot eigentlich? Alles klar. Stegoceratops und irgendwas. Ja gut, das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Aber wahrscheinlich kostet das wieder überaus viel. Spinoraptor war doch, glaube ich, auch schon mal. Bei Ereignis hat vorhin was aufgeploppt. Ach, wir haben neue Dinge bekommen. Toll. Schade, Ziel nicht erreicht. Die 12 heißt jetzt. Schon wieder was einlösen können. Ah. Tägliche Mission. Man kann es eh so schlecht nur aufrüsten, dieses hässliche Futterding. Ist so schlecht. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, Leute. Frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Das war euch der Marcel. Ciao.